Also ist echt krass, wir sind verdammt weit gegangen. Und da ist ein Dorf. Da werden wir mal eben noch hingehen. Und wir haben nicht einmal ein Tropengebiet gefunden. Was wir gesehen haben, war mega geil. Aber das waren entweder Fichtenwälder. Oder aber wie heißen die jetzt noch? Schwarzeiche. Ist das das? Ja, das ist das. Die habe ich damals auch ausgebessert, ne? Ja, ich gebe dir nur Licht. Tschö. Das heißt, hier waren wir schon mal. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, weil wir haben schon verdammt viele Dörfer gefunden. Boah, wie weit sind wir gegangen? Da ist wieder Lava, aber die mache ich jetzt nicht zu. Das sieht ja geil aus. Die Farben. Cool. Da gehe ich jetzt nicht hin und lösche das, weil das ist jetzt nicht direkt irgendwie in einem Wald. Zumindest sah es jetzt von da oben nicht so aus. Ich gucke aber nochmal. Nee, ja. Wobei. Wie ist das eigentlich? Ich muss das mal gerade wegwerfen. Wie tief ist das hier eigentlich? Nicht tief. Dann machen wir das doch mal mit Sand zu. Doch tief. Das ist doch tief, aber wir machen das jetzt weiterhin mit Sand. Oh, sogar drei. Hier möchte man, glaube ich, nicht krepieren. Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, das Ganze hier zu machen. Weil sonst ist nämlich unsere Rüstung weg. So. Boah, stellenweise drei tief. Das ist echt krass. Lol. Warum hängen hier Steine in der Luft? So. Dann machen wir das doch noch.
vielleicht nicht ganz. Die Lava müsste ja jetzt so weit eigentlich vom Baum weg sein. Mal kurz aufheben. So, das müsste eigentlich... Ach komm, weißt du was, wir machen das jetzt hier. Jetzt müssen wir da so einen kleinen Fitzel auch nicht mehr übrig lassen. Das ist jetzt auch schwachsinnig. Irgendwas vergessen? Wahrscheinlich gerade nur einen einfachen Bug. So, jetzt gehen wir mal wieder weiter nach Hause. Ja, ist einfach nur ein Bug. Ja, ich kann da nicht wegschauen. Da tut mir leid. Weil der Baum, das sah auch einfach nur cool aus. So, hier sind wir wieder ein Pilzwäldchen. Wir müssen da jetzt gleich zu Hause sein. Ich könnte zwar gucken, aber das will ich nicht. Ich lasse mich überraschen, wie weit wir es noch haben. Durch den Wald möchte ich eigentlich jetzt nicht. Vielleicht können wir ja hier so ein bisschen. Aber Bäume ist auch nicht schlecht. Hier hoch. Dann machen wir mit unserer Hose die Erde weg. Nee. Warte. So. Jetzt geht's weiter in die... in diese Richtung. Oh, wie weit sind wir gegangen? Wie komme ich hier wieder runter? Versuchen wir mal hier unser Glück. Ja, das sieht gut aus. Autsch, das war ein bisschen hoch, aber nicht gefährlich. Okay.
Boah, wir nehmen schon wieder 200 Minuten auf. Wow. Das ist natürlich heftig. Okay, dann kann man vielleicht 10 Minuten abziehen, einmal durch den Absturz gerade eben. Vor ein paar Minuten. Und einmal habe ich ja unterbrochen, um zu gucken, ob man dann auch irgendwie wieder einstellen muss mit der RAM-Zuweisung. Aber das ist irgendwie nicht mehr so. Keine Ahnung warum. Warte mal. Aha. Da war das eigentlich nur noch gerade eben eine Frage der Zeit, bis mein Spiel abstürzt. Das hatte da dann war schon Fehler gehabt, weil ich hatte ja so komische Striche im Wasser gehabt. Und das konnte ja nicht sein, weil ich kann ja normalerweise unter Wasser sehen. Mann, wann sind wir zu Hause? Wo sind wir? Wann sind wir zu Hause? Wo sind wir? Das konnte mein Bruder damals, als er noch klein war, ganz gut. Wir fahren ja immer, oder sind immer nach Holland gefahren. Und wir sind damals mit zwei Autos gefahren, weil meine Omi war immer noch mit. Oder unsere Omi. Und da hatte Carsten immer auf dem Hinweg. Wo sind wir? Wir sind erst in Venlo. Wann sind wir da? 3 Stunden. Wo sind wir? Wann sind wir da? Ach ja. Das kenne ich. Hier muss doch irgendwo dieser Hühnerabstieg sein. Oder? Ist es das nicht? Nö, ist es nicht. Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Da hätte ich beinahe einen Abgang gemacht. Alter, wie weit sind wir gegangen? Da hatte ich gerade einen Ruckler. Das ist nicht schön, wenn man sich hier nicht auskennt. Und ich weiß, ob da nicht gleich irgendwo. Lass du mich gerade aus? Oh Mann, wenn man nicht weiß, ob es gleich irgendwo runtergeht. Das ist auch voll cool mit den schwebenden Inseln. Am liebsten würde ich die irgendwie mit einer Brücke oder so verbinden. Diese Richtung. Ja, ohne Kompass hätten wir jetzt leicht die Ereigniskarte gezogen. Ich bin mal auch mal gespannt, wo wir jetzt auskommen. Weil wir sind ja jetzt zurück komplett anders gegangen als hin. Wir sind ja auch gar nicht mehr an diesem Eisgebiet da vorbei dran vorbeigekommen. Ja, wir gehen jetzt schon seit einer halben Stunde nach Hause.
Ich habe gesehen, bei 180 Minuten, glaube ich, war das, sind wir wieder nach Hause gegangen oder 185 Minuten. Und wir sind jetzt bei 210 Minuten. Alles klar. Kann man ja mal machen, ne? Da sind wir. Da sind wir, da sind wir. Lalalala. Zu Hause, zu Hause. Zu Hause. So, jetzt den ganzen Krempel erstmal loswerden. Hallo? Letzte jetzt bitte mal. Ja. Geht doch. Unser Wahrzeichen. Hallo. Werkzeug, Rüstung. So, dann tun wir die Stiefelchen hier mal rein. Unter Werkzeuge kam das. Loren, Kessel, Setzlinge. Ganz wichtig. Ach ne, die anderen habe ich ja weggetan. Blümchen. Na, da haben wir unseren Bestand doch mal wieder ein bisschen aufgefrischt, oder? Echt cool. Und das tun wir auch mal reinfahren. Und Schwarzeichenlaub tun wir mal hier rein. Boote kommen hier mit rein. Glatter Sandstein. Warum ist da glatter Sandstein drin? Warum ist hier eine Redstone-Fackel drin? Was soll das denn? Muss ich jetzt schon die Truhen kontrollieren? Ach so, unter Werkzeuge kann ich auch die Werkbank mal reinschmeißen. So. Jetzt noch eben schnell zum Feld. Ja. Unsere neue Errungenschaft, die rote Beete, wollen wir ja da jetzt ablegen. Zack. Cool. Dann haben wir doch ein bisschen was erlebt. Das machen wir. Ah, nee. Das machen wir nicht. Denn, ich möchte ganz gerne. Das habe ich da beinahe wieder vergessen. Hallo, jetzt lass mich. Ich war wandern, ich kann nicht zugenommen haben. Holz.
Fichte, Akazie. Ach ja, warte, die Fichte können wir auch mal hier rein tun. Boah, Akazienholz wäre auch geil. Ich glaube, ich schwenke um auf Akazienholz. Wobei ich leider dann fällen muss. Aber erstmal gehen wir schlafen. Ach ja. Selber mal ein bisschen strecken. Okay, Akazienholz. Dann wollen wir doch mal loslegen. Boah, ist das ein Riese. Machen wir noch Akazienholz. Nehmen wir den hier noch. Und da ist die Axt weg. Okay, dann gehen wir erstmal wieder nach da hinten hin. Gucken. Jawohl. Zack. Dann gehen wir nochmal schnell nach hinten hin. Den an der Ecke möchte ich da nicht wegmachen. Weil der gefällt mir da ehrlich gesagt sehr gut. Ach, der kann noch gar nicht kälen, weil da ist noch Holz drin. So, dann gucken wir noch mal hinten. Okay. Ah, 4 Setzlinge. Das waren, glaube ich, gerade 2 auf einem, wa? Ja, ne, oder? So. Na nun komm, macht schon. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch Setzlinge rauskommen. Und hier. Aus dem einen glaube ich jetzt auch nicht. Alles klar, dann haben wir jetzt mal ein bisschen Akazienholz. Gucken wir mal, wie das damit aussieht. Meine andere Farbe nehmen, außer immer das normale, was wir momentan immer benutzen. Wobei da hier der Aufgang, der kann ja so bleiben. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht. Mit dem Holz. Ja, ich möchte mal das Holz nehmen.
Das war's schon wieder. Oder ich nehme Akazienholz für oben drüber. Oh, das kann man mal machen. Sorry. Weil ich mache ja noch eine zweite Etage. Und da werde ich dann Akazienholz nehmen. Also müssen wir doch nochmal die Schwarzeiche holen gehen, aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja jetzt Gott sei Dank nicht weit. Ja, so machen wir das. Unten die Schwarzeiche und oben Akazie. Jo, jo, jo. Flups. Hallo. Ja. Da haben wir die Schwarzeiche. Ja. Ich war gerade überlegen, ob ich auch schon Wolle mitnehme, aber Wolle brauchen wir jetzt noch nicht. Das kommt später. Und wenn haben wir ja hier eine kleine Auswahl an Wolle.